So, liebes Team Erdinger Kohlfrei, ihr habt heute das Vergnügen, mit mir ein bisschen Athletiktraining zu machen. Wir machen einige Übungen aus meinem alltäglichen Bereich und haben aber diesmal noch ein Hilfsmittel dabei, das ist der Kasten. Das ist alles, was ihr braucht. Der Kasten, ein Handtuch, eventuell ein Handtuch zum Unterlegen, falls ihr einen sehr rutschigen Boden habt, und was zum Trinken zwischendurch. Wir machen insgesamt drei Blöcke. Der erste Block ist hauptsächlich für die Beine, wo wir auf den Kasten draufsteigen. Der zweite Block ist viel für die Arme und der letzte Block ist dann viel für Bauch und Rumpf. Genau, wir machen immer 40 Sekunden Belastung und 20 Sekunden Entlastung. Da setze ich gleich noch einen Timer. Und ja, teilweise, wenn wir Übungen einseitig machen, dann wechseln wir zur Halbzeit, das sage ich dann auch an. Normalerweise mache ich im alltäglichen Training einen Rhythmus von 45-15, aber 40-20 ist jetzt deutlich besser. Vor allem dann habe ich in der Zwischenzeit noch die Zeit, die Übung kurz vorzumachen, und für euch sind die Übungen doch vielleicht die ein oder andere erstmal ungewohnt, und die ungewohnten Übungen sind dann umso anspruchsvoller. Okay, fangen wir an. Ich setze kurz den Timer. 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Entlastung. Ihr hört auch immer einen leichten Countdown und dann einen Signalton für Halbzeit und einen Countdown für Ende. Genau, den lasse ich mitlaufen. Als erstes nehmen wir den Kasten und steigen auf den Kasten drauf. Draufsteigen und runter. Und zwar immer zuerst mit dem rechten Bein. Und bei Halbzeit wechseln wir dann und steigen zuerst mit dem linken Bein hoch und runter. Okay, dann fangen wir an und der Countdown läuft. Und los geht's. Das ist aber erstmal zum Aufwärmen, so ein bisschen, um warm zu werden. Und schön die Arme ein bisschen mitnehmen. Okay, jetzt mit links zuerst. Links hoch und links runter. Und Pause. Als nächstes machen wir Wechselsprünge. Das heißt, ein Bein ist auf dem Kasten, die Arme kommen mit und dann immer im Wechsel springen. Ja? 5 Sekunden. Und los geht's. So, als nächstes, ein Bein bleibt wieder oben und wir drücken uns hoch. Wenn ihr unten seid, dürft ihr auch kurz, das Bein ist auf dem Kasten steht, anheben und dann wieder hoch und die Arme mitnehmen. Und los geht's. Der Halbzeit auch wieder Seitenwechsel. Und Pause. So, als nächstes braucht ihr ein bisschen Platz nach hinten. Und zwar stellen wir uns vor den Kasten. Den Kasten brauchen wir jetzt nicht. Wir machen Ausfallschritte nach hinten. Einmal rechts und einmal links. Ja,
Ihr müsst nicht ganz tief, aber je tiefer ihr geht, desto anstrengender wird es. Und los geht's. Halbzeit. Und Pause. Dann kommen wir schon zur letzten Übung vom ersten Block. Und zwar kombinieren wir jetzt die letzten beiden Übungen. Das heißt, wir machen mit rechts einen Ausfallschritt nach hinten, steigen auf den Kasten und ziehen hoch. Und bei der Halbzeit wechseln wir dann. Und los geht's. Rechts runter, rechts hoch. Runter und hoch. Die andere Seite. Links runter und hoch. Und Pause. So, kurz durchschnaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch was trinken. Wir haben insgesamt 20 Minuten. Also die ersten 5 Workout haben wir schon vorbei. Jetzt kommt eine Minute Pause und insgesamt in 20 Minuten sind wir auch schon fertig. So, dann geht es auch gleich schon wieder weiter. Wir haben noch 20 Sekunden Pause für den nächsten Block. Seid sicher, nehmt euch ein Handtuch, am besten doppelt oder vierfach sogar, dass ihr den Kasten ein bisschen polstern könnt, damit es angenehmer ist. Wir fangen an mit der ersten Übung. Hände abgestützt und dann das Bein immer anziehen, den Mountain Climber. Und los geht's. Da könnt ihr schon versuchen, schnell nach vorne zu gehen. Noch 10 Sekunden. Und Pause. So, nächste Übung sind Liegestützen auf dem Kasten. Also ganz normal. Ihr nehmt den Kasten am besten am Rand wieder und dann Liegestützen. Hier ist der Kasten eine leichte Hilfe und Erleichterung, weil er ein bisschen höher ist. Und los geht's. Ich hoffe, euch wird auch ein bisschen warm. Wenn es zu anstrengend ist, könnt ihr es auch zu gekniet machen. Dann ist es noch mal einfacher. Halbzeit. Und Pause. So, dann drehen wir den Kasten ein bisschen. Ich drehe mich ein bisschen quer, dann bin ich besser sichtbar. Jetzt machen wir Trizeps-Dips. Wir gehen also hin und gehen hoch und runter. Und los geht's. Wenn es zu einfach ist, dann kann das Ganze auch einbeinig machen. Für den Trizeps eigentlich ähnlich, aber nochmal mehr für die Bauchmuskeln.
Hälfte haben wir schon. Und Pause. Okay, als nächstes nehmen wir den Kasten. Wir legen uns die Längs auf den Kasten. Ungefähr, also die Brust schaut auf jeden Fall drüber. Und dann die Übung ist gestreckt. Und dann mit den Armen und Beinen paddeln oder heben. Wechselseitig und los. Wer will, kann noch eine Hand abstützen, das ist ein bisschen einfacher, oder wenn es so einfach ist, der versucht das nächste Mal den Kasten mal in die andere Richtung zu drehen. Und Pause. So, als nächstes kommt noch der seitliche Unterarmstütz. Da braucht ihr ein gutes Polster auf dem Kasten. Schaut, dass ihr ein bisschen Platz habt. Also wir gehen in den seitlichen Unterarmstütz. Ein Arm kann nach oben gehen. Und los geht's. Und wer will, kann auch das Bein heben und senken. Bei der Halbzeit wechseln wir die Seite und wechseln. Andere Seite. Okay, als nächstes kommt ein normaler Unterarmstütz. Da gibt es verschiedene Varianten. Variante 1 ist klassisch auf dem Boden Unterarmstütz. Variante 2, Füße auf dem Kasten und los geht's. Und Variante 3 ist noch hoch runtersteigen auf dem Kasten. Und Pause. So, jetzt haben wir uns eine kleine Extrapause wieder verdient. Eine Minute. Und dann kommen wir schon in Runde 3. So, das können wir ignorieren. Das zählt noch nicht. Also mir ist auch gut warm geworden. Man darf das nicht unterschätzen. So, ich schaue noch mal kurz. Okay, wir haben noch 20 Sekunden. Ich erkläre die nächste Übung. Wir nehmen den Kasten andersrum oder über unseren Kopf, legen uns auf den Boden. Die Füße sind angewinkelt, die Arme sind ausgestreckt und dann kommen wir mit dem Kasten hoch und wieder runter und los geht's. Wenn ihr keinen Kasten habt, könnt ihr das auch mit ausgestreckten Armen machen oder ihr nehmt die Hände auf die Brust. Moment, das zeige ich euch kurz. Das ist die einfache Variante. Aber wer Kontrolle haben will, mit dem Kasten schön hochstrecken,
und über Kopf ablegen. Hälfte haben wir schon. Und Pause. So, die nächste Übung ist ja, ein bisschen einfacher. Wir heben die Beine an und wir machen links, rechts mit dem Kasten die Bewegung. Das kann man normal auch mit Gewicht machen oder man kann irgendwas in die Hand nehmen. Jetzt haben wir den Kasten, daher machen wir es mit dem Kasten. Los geht's. Zeit. Und Pause. So, die nächste Übung ist, wir nehmen den Kasten auch wieder vor dem Körper zur Stabilisierung. Braucht man auch nicht unbedingt, kann man auch weglassen. Ist eher eine Hilfe. Gehen leicht hoch und machen Kraulbeine. Und los geht's. Das ist auch die letzte Übung. Naja, nicht ganz die letzte, aber erstmal die letzte für die Bauchmuskeln. Halbzeit. Fünf Sekunden. Es wird anstrengend. Und Pause. So, wir stellen den Kasten vor uns. Legen uns auf den Rücken. Gehen in die Brücke und da gibt es auch verschiedene Varianten. Variante 1 ist einbeinig heben. Das ist die normale Variante. Wer will, kann das andere Bein auch hier ablegen. Das ist die einfache Variante, aber nur passiv und das Gewicht reduzieren. Oder mit gestrecktem Bein heben und senken. Wir wechseln auch wieder bei der Hälfte. Und wechseln. Und hochdrücken. Und Pause. So, dann sind wir fertig mit dem Kasten. Den brauchen wir nicht mehr, den können wir zur Seite stellen. Wir haben noch drei Übungen. Und zwar alle liegend auf der Seitlage. Beine anheben und Kraulbeine. Schaut mit der anderen Hand können wir hier ein bisschen unterstützen zur Stabilisation und auch mit der rechten Hand, also mit der unteren Hand, könnt ihr euch auf dem Boden leicht nach vorne abstützen und der Kopf liegt auf dem Oberarm. Halbzeit, Seitewechsel. Ja, manchmal ist gar nicht so einfach, das Gleichgewicht zu halten. Und Pause. Ich drehe mich mal kurz so um. Nächste Übung ist ähnlich. Wir bleiben auf der Seite, heben beide Arme an und gehen dann das obere Bein hoch und runter. Und los geht's. Das müssen keine schnellen Bewegungen sein, schön sauber hoch und runter. Und beide Beine sind in der Luft. Und Seitenwechsel.
Pause. Damit kommen wir zur letzten Übung. Auch wieder Seitlage, Beine angehoben, das obere bisschen weiter hoch, weil jetzt heben wir das linke, das untere quasi immer an und los geht's. Schau, dass ihr stabil seid, das muss nicht schnell sein jetzt. Schöne, saubere Bewegungen. Seitenwechsel. Und fertig. So, herzlichen Glückwunsch. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke geben in mein alltägliches Training und auch ihr habt was Neues gelernt, ein paar neue Übungen. Natürlich kann man das noch vervielfältigen, man kann einen anderen Rhythmus wählen. Meistens mache ich auch mehrere Durchgänge, wo ich am Anfang mit der einfacheren Variante anfange und dann danach nochmal eine schwerere Variante mache in dem Durchgang. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und bleibt fit und gesund. Bis bald, euer Andi.